Okay, das wird eins der krassesten Videos, was ich jemals gemacht habe. Und ich habe jetzt schon Gänsehaut. Ich war eine ganze Woche weg. Ich habe so viel Informationen gesammelt. Ihr alle erinnert euch noch an das Video, bevor die Bunker geöffnet wurden, wo ich den Zombie-Sound gehört habe. Ja, das alles hat eine Bedeutung. Es war kein Zufall. Weil Infinity Ward hat Modern Warfare gemacht, Treyarch hat Black Ops gemacht. Die beiden waren immer getrennt. Das ist das Zeichen für immer getrennt. Und ich dachte mir da, wie kommt Zombie-Melodie in Modern Warfare rein? Und alles macht Sinn. Und dieses Video wird immer krasser. Es fängt leicht an und bis zum Ende hin wird es immer heftiger. Deshalb lasst jetzt ein Like da und leitet es an Freunde weiter, die es interessieren könnte. Das wäre wirklich krass. Ich will, dass dieses Video, ich will, dass es explodiert, okay? Und in der Woche, wo ich weg war, sind auch meine Haare gewachsen. Ein Headset-Trick. Da muss halt die Cap her. Und euch ist vielleicht das hier aufgefallen. Es wird noch den Kommentar des Tages geben, aber diese Wand war immer leer. Das war einer der Gründe, warum ich auch im alten Zimmer den Kommentar des Tages eingefügt habe. Ich habe 4 dauerhafte Partner, die ich von Anfang an hatte. Den längsten davon habe ich 5 Jahre. Ihr wisst, ich bin extrem vorsichtig, was Partner auf meinem Kanal angeht. Und es kommt heute tatsächlich ein neuer Partner hinzu. Und ich will, dass ihr euch das alle anschaut, weil es wirklich theoretisch alle interessieren könnte. Es ist nicht so ein Nischenprodukt wie zum Beispiel Level Up, was nur ein ganz kleinen Teil von euch interessiert, sondern es ist wirklich etwas, es ist krass. Und es passt heute perfekt zu diesem Video, Leute. Denn heute werden wir Zombie-Gänsehaut bekommen. Okay, das wird ein zombie-lastiges Video und das hat mit dem nächsten COD zu tun und deshalb mein neuer Partner ab jetzt langfristig heißt fucking Displayed. Ohne fucking, nur Displayed. Was ist Displayed? Es ist Poster für Erwachsene. Also eigentlich nicht für uns, weil wir sind alle hängen geblieben. Aber theoretisch ist es Poster für... Ihr seht, das hier ist Metall und es wird ultra scharf hier raufgedruckt. Und ich sag euch, ihr werdet nach den Teilen süchtig. Das ist jetzt die L-Größe, dafür braucht ihr 2 Magneten. Es gibt noch die M-Größe und dann gibt es die XL-Größe, wo man so 4-teilige Bilder holen kann. Displayed ist eigentlich eine Seite, wo Künstler und jeder, der sich selbst als Künstler sieht, was designen möchte, kann sich dort auch anmelden. Ihre Designs zu einem Thema hochladen, zum Beispiel zu Call of Duty. Und andere das dann kaufen können. Und wenn ihr etwas kauft, dann unterstützt ihr, wenn ihr über meinen Link geht, mich. Ihr unterstützt die Künstler, die es gemacht haben, die kriegen einen Teil, die können davon teilweise auch echt gut leben und es wird auch noch ein Baum in Tansania gepflanzt, was an sich ein guter Nebeneffekt ist. Und auf der Seite sind, glaube ich, oben stets 12 Millionen Bäume schon gepflanzt worden, das ist ordentlich! Und das ist mega geil, schaut euch einfach das an, okay? Ich dachte, das will ich als Standardding nehmen, weil es ein COD-Kanal ist, da muss sowas kommen. Wenn ihr den Poster-Look nicht haben wollt, dann könnt ihr das auch mit verschiedenen Rahmen nehmen, also es ist wirklich richtig krass und ihr macht es einfach so an die Wand fertig. Fertig. Das ist so krank. Das ist so ein geiler Partner und ich freue mich so sehr auf die Partnerschaft. Ich zeige euch, welche ich mitgenommen habe. Okay? Schaut euch verdammt nochmal das an. Und es ist so leicht anzubringen. Ihr klebt diesen Protective Leaf, der eure Wand schützen soll, an die Wand. Dann klebt ihr darauf einen Magnet. Bei Größe L braucht ihr 2 Magneten, bei Größe M nur 1. Und dann macht ihr ran. Fertig. 40.000 Designer und über 1 Million Designs und es ist sehr, sehr, sehr stark fokussiert auf Gaming und Anime. Vor allem Gaming ist extrem stark vertreten. Und deshalb passt es zu meinem Kanal. Es ist Gaming-basiert, es gibt aber zu jedem anderen, es gibt Sport, Musik, Serien, Filme, egal was, gibt es verschiedene Designs und man kann es nach Belieben für sich kaufen und wir alle haben ein Setup, wir haben ein Zimmer, wo wir das ranhängen und es ist Gaming-basiert, also sehr Gaming-lastig und ich dachte mir, das passt perfekt meinem Kanal und deshalb liebe ich diesen Partner. Ich zeige euch nochmal die anderen, die ich habe. Eminem! Oder eher Slim Shady, man. Das ist so krass. Ha? Ha? Das ist jetzt eine Folie drüber, die gibt es auch in glänzend. Ich hole die aber immer gerne in Matt. Und das Allergeilste ist, dass ab jetzt, wenn ihr über meinen Link in der Beschreibung geht, vorher nicht, ihr 30 verdammte Prozent bekommt bis zum 13.07. Aber danach werdet ihr auch einen ordentlichen Rabatt haben. Wie viel genau, werde ich euch sagen. Wir arbeiten auch daran, dass ich vielleicht einen Code bekomme. Dann ist es für euch leichter beim Checkout einfach Code Haptic einzugeben. Jetzt funktioniert es aber nur, wenn ihr über den Link in der Beschreibung auf Displayed geht und dann einfach rumsucht und dann Checkout geht und dann kriegt ihr automatisch die 30%. Das hier ist der Teddy aus dem Zombie-Modus. Ich fand das Design einfach mega nice. Ich werde es ranmachen, weil das heute perfekt zu diesem Video passt. Okay, Leute, ihr alle kennt das zweite Bunker-Video, was ich gemacht habe, wo ich den Bunker geöffnet habe. Oh mein Gott, Leute, wir sind im Bunker drin. Es hat so lange gedauert. Und dort war auch ein nuklearer Sprengkopf zu sehen, der in der Produktion war. Und die Theorie war ja, dass eine Nuke über der Map gedroppt wird und dann die Map sich verändert. Aber was ich euch jetzt in diesem Video erzählen werde, und deshalb ist es wichtig, dass ihr wirklich dranbleibt, weil am Ende wird es absolut krank, dass es... Ach, ich hätte nie gedacht, dass COD so etwas machen wird. Und sie haben im Hintergrund jetzt Feuerwerk. Das erste, was ich euch zeigen werde, ist einigen wirklich nicht aufgefallen. Ich würde es euch gerne zeigen, aber ich bin im Gulag. Okay, ihr denkt euch Downtown, Hospital, alles wie immer. Nicht wirklich, Leute. Ist euch mal aufgefallen, dass hier Schienen sind?
Nein. Und wie ihr seht, geht es um die ganze Map. Dieses Schienensystem hört nicht auf. Die sind erst mit der neuen Season dazugekommen. Oder mit dem Mid-Season-Update, glaube ich. Und es gibt Leute, die haben sich die internen Daten angeschaut und haben herausgefunden, es gibt schon einen Zug, der hier programmiert wurde. Und den kann man sogar abbilden. Also ich will es jetzt nicht zeigen. Ich weiß nicht, ob ich dann gestrikt werde. Aber der Zug ist schon zu sehen. Das wollte ich euch nur mal kurz sagen. Irgendwann Mitte Season 4 oder Anfang Season 5 wird hier immer ein Zug über die Map fahren. Wahrscheinlich ähnlich wie bei Apex. Einfach Loot auf sich haben. Man kann mit dem Zug fahren und natürlich ihn looten. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass neue Hupen gibt. Tut mir leid, ich bleib beim Video. Es wird ein sehr langes Video. Es wird also ein Loot-Zug kommen und der wird wahrscheinlich Loot-Zug, so wie Pokémon. Blutzug, es tut mir wieder leid. Das, was wir uns alle wünschen, wird passieren, Leute. Das Stadion wird verdammt nochmal geöffnet. Es wurde nämlich von Infinity Ward höchstpersönlich etwas gepostet, wo das Stadion geöffnet zu sehen ist. Und zwar dieses Bild. Das sieht erstmal aus wie immer. Warum ist meine Stimme gerade weggebrochen? Oh fuck, da ist jemand. Ich wollte gerade was sagen. Nein. Bitte, danke. Denn wenn ihr ranzoomt, dann seht ihr, dass zwei neue Ebenen hinzugefügt wurden, die wahrscheinlich ums Stadion komplett herumgehen. Aber wenn ihr nochmal oben schaut, nochmal genauer, dann seht ihr, das Stadion ist offen. Okay, das ist wirklich interessant zu wissen. Das wird ein massives Event und dieses Event hat auch mit dem neuen COD zu tun. Denn das wird wahrscheinlich mit etwas passieren, was ich euch jetzt näher erläutere. Wir gehen nämlich gleich mal bei Prison zu diesem kleinen Haus hier. Es gibt nämlich Leute, die haben einen Glitch ausgenutzt, den ich auch nicht zeigen möchte, weil ich nicht weiß, ob Activision möchte, dass man das zeigt. Es gibt Leute, die haben den Glitch benutzt und sind unter die Map gegangen und haben schon einen nuklearen Sprengsatz gesehen, der unter der Map lauert. Das heißt, es wird passieren, Leute. Es wird irgendwas auf der Map gesprengt und allein schon, dass es einen nuklearen Sprengkopf gibt, sagt auch schon, dass es eigentlich in dieser Zeit spielt, wo es diese nukleare Aufrüstung gab. Also das nächste COD. Also kalter Kriegzeit. Da war doch jemand, oder? Da war irgendwo jemand. Ja, da. Guck mal, wie er da liegt. Da ist er. Komplett übersehen, what the fuck? Hat sogar ein Trophy hier, ach meine. Hat das Ganze schon mal mit diesem Kalter Krieg-Theme zu tun und es ist eigentlich mittlerweile sicher, das nächste COD, egal wie es heißen wird, wird zur Kalten Kriegzeit spielen. Hier muss man jetzt einen Code eingeben, den man nicht eingeben kann. Man kann nichts machen, man kann draufschießen, es wird sich nichts ändern. Aber bis vor einem kurzen Ingame-Update konnte man hier rein und dann hat man das hier gesehen. Baupläne für ein RCXD-Car, okay? Oder auf Deutsch auch Fernlenkladung. Und mein Herz. Das bestätigt eigentlich diese Zeit, dass es keine schwebende Ladung ist. Eine ganz normale Fernlenkladung mit vier Rädern, die auf dem Boden bleibt und ein bisschen springen kann. Und das zeigt eigentlich die Streaks während zu dieser kalten Kriegszeit spielen. Es gibt mir so Gänsehaut, Leute. Allein zu wissen, dass dieses klassische RCXD-Card zurückkommen wird. Und am Ende des Videos, das wird dann das Highlight, kommt der größte Leak, wo ich euch sage, was für Streaks da sein werden. Ob es selbst Regen gibt, wie in BO4 oder nicht. Wie viel Leben man hat, das werde ich euch alles noch sagen. Aber ich baue es auf, weil dazwischen kommt das Allerheftigste noch. Es gibt nämlich ein Magazin, das heißt Video Game Chronicles. Und das hat eigentlich immer richtige Sachen geleakt. Klar kann mal was falsch sein, aber meistens ist es doch schon sehr nah an der Wahrheit dran. Und sie haben sehr, sehr viel geleakt. Unter anderem, dass in Black Ops 5, nenne ich das jetzt einfach mal, egal wie es heißen würde, es könnte auch nur Black Ops heißen oder Black Ops Cold War. Auf jeden Fall wird es ein Black Ops Reboot in der Zeit des Kalten Krieges. Dieses Black Ops wird im Menü einen Zugang zu Warzone haben, okay? Es wird einen Zombie-Modus geben, einen Singleplayer, einen Multiplayer und dann einfach einen Zugang zu diesem Warzone-Modus. Also arbeiten Infinity Ward und Treyarch wirklich zusammen und es scheint so, als würden sich beide Welten vereinen. Das erste Mal in der Geschichte von COD ist nicht alles getrennt voneinander, sondern die MW-Geschichte und die Black Ops-Geschichte wird sich wahrscheinlich in einem Game vereinen. Es wurden nach dem Update in Modern Warfare Game-Files gefunden, die eine Audio zeigen von Sergeant Frank Woods, bekannt aus der Black Ops-Serie. Es ist zwar eine neue Stimme, es ist nicht mehr James C. Burns, sie haben einen neuen genommen aus irgendwelchen Gründen, aber es soll Sergeant Frank Woods sein. Das ist einfach Woods. Shut the fuck up. Down you fucking go. Oh Gott. Fuck. You. Take a load off. Also es sind nicht nur Gerüchte, Leute. Es ist wirklich so. Modern Warfare und Black Ops kollidieren. Wir haben in dem MW-File eine Treyarch-Sache gefunden. Das erste Mal in der Geschichte. Deshalb war auch der Zombie-Sound bei den Bunkern, was mich verwirrt hat. Und ich bin jetzt schon... Und jetzt sind wir im wirklich heftigsten Teil dieses Videos und das wird Brainfuck des Grauens, Leute. Ich garantiere euch, danach werdet ihr nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Vor allem für Leute, die die Black Ops-Serie geliebt haben. Es tummelt sich schon sehr lange das Gerücht, dass der Codename für das nächste COD einfach Zeus ist. Die nehmen diesen Codenamen, dass falls was über die Daten, die sie niederschreiben, durchsickert, dass man nicht sofort weiß, wie das neue COD heißt. Und das verdichtet sich jetzt alles, weil man in denselben... Warum ist mein Trophy kaputt? Weil man in denselben Daten, wo man Sergeant Frank Woods gefunden hat, auch Zeus Reveal Quotes gefunden hat. Also wirklich so Audioteile, die man zum Reveal vom nächsten COD, was noch Zeus heißt, benutzt. Die werden wahrscheinlich dann bei dem Event gespielt, wo wahrscheinlich dann die Nuke hochgehen wird oder sonst was. Oh mein Gott, ist der schlecht. Nein, sein Streak, no!
Aber ist egal, ich wollte euch eh die Datei zeigen. Es werden nämlich Zahlen genannt. Hört genau hin. 54, 23, what is it? 5, 11, 19. Ihr alle kennt ja noch das legendäre Black Ops 1 Treyarch-Intro. Nachdem das Intro lief und man hat eine Szene nicht geskippt, also man hat nichts gedrückt, kam diese Szene hier. Ascension. 7, 15. Die Zahlen, die die Frau nennt, sind exakt dieselben Zahlen, die jetzt in den MD-Files zum nächsten großen Nuke-Event gefunden wurden. Das wahrscheinlich, und das ist das Krasse, das nächste COD in Warzone revealen soll. Also nicht nur wird die Modern Warfare und Black Ops Geschichte kollidieren in einem Reboot, was wieder Black Ops oder Black Ops 5 heißen wird oder wie auch immer. Nein, es wird auch in Warzone revealed. Wir hatten in der Vergangenheit kleinere Events, wo das nächste COD in einem früheren angekündigt wurde. Also zum Beispiel in Black Ops 3 auf Nuketown ganz klassisch, da wurde von Infinite Warfare aus der Storyline so ein Typ gezeigt, ganz groß auf dem Bildschirm. Aber das mit einem Live-Event in einem Game-Mode aktiv das nächste COD revealed wird, hatten wir noch nie. Was hat das alles mit dem Zombie-Modus zu tun? Ich meine, jetzt ist ja klar, dass Treyarch das nächste COD macht und das ist auch wieder ein Black Ops wird. Es wird wieder Zombies geben. Darum sind sie auch in Warzone, weil Warzone ja mit Black Ops jetzt verbunden ist. Black Ops auch wiederum mit der Modern Warfare-Geschichte und alles zusammen einen neuen großen Reboot-Haufen ergibt. Das ist krank und ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sehe und an das nächste COD denke. Und am meisten Gänsehaut habe ich, weil das alles wieder Black Ops 1-mäßig im Kalten Krieg spielen wird. Jetzt kommt was Krasses, was glaube ich noch nie jemand wirklich gezeigt hat. Also bestimmt gab es ein paar Leute, auch in Deutschland, aber so auf großer Bühne wurde es nie vorgestellt. Darüber hat niemand geredet, ich zeig's euch. Und dafür gehen wir tatsächlich in den Mehrspieler, gehen aber auf ein privates Spiel, gehen runter zum Spiel-Setup auf die Karten und in die 2v2-Map. Dort gibt es nämlich eine, die heißt Trench und ich starte das Spiel und zeig euch ein Easter Egg auf dieser Karte, was mein Herz zum Brodeln gebracht hat. Diese Map hier sieht nicht nur aus wie in Warzone, sondern soll quasi symbolisieren, dass es auch in Verdansk spielt. Und hier ist ein Bunker, der genauso aussieht wie einer auf der Warzone-Map. Und hier ist auch wieder ein Pad. Da kann man nichts eingeben diesmal, nichts drücken. Aber hier steht Enter Code. Und das macht man, indem man raufschießt. Und diesen Code bekommt man ganz leicht. Das ist ein Easter Egg, das haben Leute gelöst. Ihr geht von dem Bunker weg. Ihr könnt es alle selbst zu Hause nachmachen. Erstmal auf die Seite. Hier rüber. Dann seht ihr hier eine Zahl. In dem Fall die 1. Dann geht ihr von hier wieder am Bunker vorbei. Auf die andere Seite. Und direkt rechts hier hinter seht ihr die nächste Zahl. Das ist die 9. Also 1, 9. Von hier geht ihr einfach hoch. Über die Mitte rüber, ganz auf die andere Seite, zu dem blauen Haus. Und seht davor eine Kiste stehen. Dort schaut ihr rein und seht die 3. Von hier aus geht ihr genau zu diesem Stein dort. Und rechts vom Stein seht ihr die nächste Zahl. 1, 9, 3, 2. Und von hier aus geht ihr links zu der hinteren Brücke und schaut nach oben. Und seht da 1, 9, 3, 2, 8. Okay, und das schießt ihr jetzt in den Bunker rein. 1, 9, 3, 2, 8. Dann macht es ein Geräusch, ihr wartet kurz und es öffnet sich. Und das ist, ey, was sie sich mit diesem Spiel einfallen lassen haben, ist so gut. Und ich habe immer gesagt, macht irgendwas, was aufregend ist. Live-Events, nicht mal neue Game-Modes oder sowas oder immer eine neue Waffe, sondern mal was Größeres. Ihr könnt in diesen Bunker rein und was ihr jetzt sehen werdet, ist wirklich erstmal lustig, aber hat eine tiefere Bedeutung. Ihr geht nämlich rein. Ach so, schau mal oben auf die Map. Wenn ich rausgehe, habe ich Empfang. Wenn ich reingehe, kein Empfang mehr. Keine Ahnung, was sie damit sagen möchten, ist Teil des Easter Eggs, Teil des nächsten CODs und ich glaube, es hat wirklich mit dem Reveal des nächsten CODs zu tun, denn ihr seid in einem Raum, der genauso aussieht wie eigentlich Black Ops 1. Das Lustige ist, dass wir hier Teddybären haben, überall. Einhörner und ja, andere Teddybären, Giraffen und so ein Shit. Und hier ist quasi der General, der alles überwacht. Das rote Telefon übrigens auch eine Anspielung auf den Kalten Krieg. Die Direktverbindung zwischen den USA und der Sowjetunion. Also das ist wirklich im Kalten Krieg hier. Das soll es symbolisieren. Ohne Witz, hättet ihr mir nicht das Overlay, also das HUD hier gezeigt aus MW, dann hätte ich gesagt, das ist in Black Ops 1. Das sieht nämlich komplett anders aus, als das, was wir in MW gewohnt sind. Okay? Wenn man hier reingeht, dann denkt man wirklich, man ist in einem Treyarch-COD. Und die ganzen Maschinerien hier, das ist eindeutig 60er, 70er Jahre. Ihr seht es auch, dass hier Schreibmaschinen benutzt werden. Und alles ist halt so auf 60er, 70er Jahre. Hier Röhrenbildschirme und sowas, die Lichter, das Telefon. Hier ist übrigens eine Karte, wo wahrscheinlich
nicht, also meiner Meinung nach, der nukleare Sprengkopf abgebildet ist, den wir im Bunker 11 gesehen haben, den ich damals geöffnet habe. Wir haben hier noch verschiedene Bilder. Diesen Typen, keine Ahnung, wer das sein soll. Hier haben wir den Typen nochmal, aber auch noch einen anderen. Jetzt kommt aber das Krasse, Leute. Erinnert ihr euch noch? Und jetzt wird wirklich der riesige Bogen geschlagen und das Video damit quasi komplett abgerundet. Ihr wisst ja noch, was ich euch am Anfang gezeigt habe mit dem Intro von Black Ops 1, wo die Frau spricht. Wenn ihr zu diesem Teddybären hier geht, dann soll das eindeutig eine Frau darstellen. Und das soll meiner Meinung nach das Intro darstellen, wo die Frau quasi eine raucht, die Zigarette abstellt, das Mikrofon antippt und anfängt zu reden. Sie hat nämlich auch eine Schreibmaschine neben sich. Sie hat auch dieses Gerät hier neben sich. Sie hat auch das Licht neben sich. Das Einzige, was fehlt, ist ein Mikrofon. Aber die Zigarette ist da und das soll wahrscheinlich die Frau darstellen, die redet. Das kann nichts anderes sein als eine Anspielung auf Black Ops 1 und das Intro. Als ich das gesehen habe, ich bin durchgedreht. Hier sind überall noch Papiere, überall noch Gesichter und Sachen zu sehen. Ich weiß nicht, schaut es euch selbst an. Schreibt mir bei Twitter @dc_haptic, ob ihr irgendwas findet, was vielleicht noch Hinweis auf das nächste COD sein könnte. Es fühlt sich aber an, als würde ich im nächsten COD laufen. Und es wird auch auf derselben Engine laufen, weshalb auch Warzone im nächsten COD sehr gut funktionieren wird. Und es wird auch so ein bisschen wackeln und so. Es wird alles gleich sein vom Gefühl her. Aber so könnte sich das nächste COD anfühlen, dass man so läuft und hier einfach so durchgeht. Wie das nächste COD sein wird, hat jemand geleakt, der angeblich Gameplay-Footage bekommen hat und der hat ein Video darüber hochgeladen, was dann runtergenommen wurde. Und das ist meistens ein Zeichen dafür, dass Activision gesagt hat, Nee, das war wirklich Gameplay. Das hättest du nicht zeigen dürfen, Digga. Aber die Information, die er geleakt hat, die kann ich euch sagen. Das Game soll eine Standard-Minimap haben. Also ihr seht die jetzt oben. Das sollte nicht so sein, sondern sie wird diese haben, wo auch Leute zu sehen sind, wenn sie schießen mit einem roten Punkt. Gott sei Dank! Man wird schwimmen können, im Gegensatz zu Modern Warfare. Also wir kennen es ja aus Black Ops 3 zum Beispiel, wo man halt schwimmen kann. Das wird Trap übernehmen. Und es gibt einen Unlimited Sprint. Also man wird ewig weiter sprinten können mit den richtigen Waffen. Außerhalb von Warzone soll es keine interaktiven Türen geben, die man aufschlagen kann. Die Map soll so bleiben, wie sie ist. Was ich okay finde, also ich habe beides gemocht, ist einfach Geschmackssache. Es soll 10 Maps geben, die fast fertig sind, also die sind relativ weit. Es soll dieses Jahr auf jeden Fall released werden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Activision sagt, ja, egal, wir releasen nächstes Jahr, damit das Game erstmal richtig fertig ist. Die wollen natürlich das Weihnachtsgeschäft mitnehmen, die wollen ordentlich Geld machen, deshalb wird es bestimmt dieses Jahr kommen. Es wird keine Specialists geben, okay? Spezialisten sollen verschwinden. Ich fand es in BO3 nicht so nervig, aber ich glaube auch BO3 wäre besser ohne Specialist gewesen, weil es random Tode gegeben hat. BO4 sowieso. Es wird keine Killstreaks geben, sondern Scorestreaks, wie wir es seit BO2 von Treyarch gewöhnt sind. Und jetzt kommt das Wichtigste, es gibt 150 Leben, dass man nicht random schnell down geht wie in MW. Also Noobs werden nicht geschützt, so wie es sein Einschein. Es soll anscheinend Auto-Regen geben. Also, dass man sich von alleine heilt. Nicht, dass man sich eine Spritze reinjagt. Was ich davon halten soll, weiß ich nicht. Ich habe beides gefeiert, ist eine Meinungssache. Aber ganz ehrlich, es soll einfach ein schönes COD sein, was gut spielbar ist. Vor allem im Multiplayer, weil ich vom Battle Royale wirklich langsam die Schnauze voll habe. Und es soll nicht 5 gegen 5 ganz weird sein, wie es in BO4 war, sondern wieder 6 gegen 6 werden. Also sie versuchen wieder einen Track-COD zu machen, wie wir es gewöhnt sind. Auf jeden Fall haben wir dann auch noch einen Zombie-Modus, was mich sehr freut, sich was zu snacken, grabben, was zu trinken und dann einfach einen Zombie-Modus spielen. Das ist das Schönste, was es gibt. Wie das nächste COD im Endeffekt wird, wissen wir nicht. Aus Erfahrung sage ich aber, haltet euch ein bisschen zurück mit positiven Gedanken. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da, checkt meinen neuen Partner aus. Ganz wichtig über den Link, wenn ihr mich unterstützen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein.